Ich mag Pizza. Ich mag den Villa Podcast. Ich mag Züge. Nächster Halt, Regio Mitte. Möglichkeit zur Weiterfahrt in Richtung Villa Podcast. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Heute mit dabei Norman, Sandra, Ludia und der Martin. Wusstet ihr, dass laut einer Umfrage fast die Hälfte der Befragten keinen Glühwein mag, weswegen es auch die Hälfte der Leute halt nicht stört, irgendwie, dass keine Glühweinstände gibt? Ja, aber warum gibt es dann auf dem Weihnachtsmarkt über die Hälfte der Stände mit Glühwein? Das habe ich mich halt tatsächlich beim Lesen auch gefragt, ob das irgendwie Die Leute trinken einfach Glühwein, weil das gehört sich so, aber eigentlich mögen sie es gar nicht. Wie Jägermeister. Niemand mag Jägermeister. Du meinst wohl Kräuterlikör. Kräuterlikör. Keine Schleichwerbung. Und was, und das vermisst keiner, oder was? Ja, fast die Hälfte der Befragten. Wiederum witzig, die andere Hälfte der Befragten vermisst halt Glühwein. Naja, für die Weihnachtsmärkte vermissen. Ich kann auch, also ich wohne im Erdgeschoss, ich kann das Fenster aufmachen, gebe eine Tasse raus, 5 Euro Pfand. Das ist schon okay. Aber die Tasse muss extrem hässlich sein, ja. Das ist wichtig. Und so richtig dünn, damit deine Hände verbrennen, während du Glühwein in der Hand hältst. Mit Schuss. Und deine Freundin kann dann unten hingehen und die Leute schubsen, damit sie den Glühwein dem nächsten Passanten überschütten. Und dann kannst du Schupfnudeln für 5 Schupfnudeln. Euro. Wir sind ja nicht in Bayern. Also ich habe hier ein Zitat des Tages von Wirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU. Und ich habe gelesen, das steht so nicht da, aber ich habe gelesen, ich bin ein Last-Minute-Käfer. Was heißt, ich bin ein Last-Minute-Käufer? Ah, oh Gott. Oh. Ich habe gedacht, das war das richtige Zitat. Das wäre aber tatsächlich witzig, weil da gab es doch mal von der Band Die Ärzte ein Lied namens Ich bin ein Käfer. Ich will kein Käfer sein. Ja, genau, ich will kein Käfer sein. Bitte richtig rezitieren. Deutsche halten sich für gute Fahrer. Erhebung. Die meisten Befragten haben ein sicheres Gefühl, wenn sie mit dem Auto unterwegs sind. Dennoch steht jeder Achte unter Stress. Und Männer verletzen die Verkehrsregeln öfter. Ja, spannend. Mich überrascht es, dass nur jeder Achte meint, er würde unter Stress stehen. Ja. Also ich habe immer das Gefühl, dass die Deutschen die aggressivsten Fahrer überhaupt sind und permanent alle einen Blutdruck von, weiß ich nicht, 190 haben. Wobei ich glaube, dass jeder sagen würde, dass die Leute in seinem Heimatland die aggressivsten Autofahrer sind. Das sind doch eh immer alles schlechte Fahrer, außer man selber. Ich bin ein beschissener Fahrer. Also ich habe hier noch einen Artikel, das finde ich ganz spannend. Staat soll Tattoos bei Beamten verbieten können. Für Polizisten und Soldaten werden die Möglichkeiten zum Tragen einer Tätowierung gesetzlich eingeschränkt. Das finde ich krass, weil eigentlich dachte ich immer, es geht eher in die Richtung, dass man sagt, ja, auch ein Polizist kann Tattoos tragen. Mhm. Dachte ich eigentlich. Danach kann das Tragen von sichtbaren Tätowierungen, Schmuck oder einer bestimmten Haartracht vom Dienstherrn untersagt werden, wenn dadurch die amtliche Funktion eines Beamten beeinträchtigt wird. Lass mich doch mein Fukuhila tragen. Also ich habe hier, bis auf Sport, der total langweilig ist, nichts Spannendes. Okay, ja, habt ihr noch irgendwas Interessantes in eurer Zeitung? Die Augsburger Allgemeine gibt ein Backmagazin heraus. Das wow, cool. Wenn das nichts ist. Das ist super. Das ist ja noch krasser als unser Podcast. Seltsamen Backpinsel dazu für 8,95. Schleichwerbung. Da habe ich jetzt das perfekte Weihnachtsgeschenk. Ich habe aber noch was Wichtiges. Die Polizei warnt vor Taschendieben. Allein am Montag wurden mehrere Diebstähle gemeldet. Das Gute an der ganzen Sache ist, bleibt eh zu Hause. Deswegen wird nichts geklaut. Ja, Martin, um dich zu zitieren, welches Schweindal hätten's denn gern? Fische. Jetzt lohnt es sich, auf Gelegenheiten für neue Entwicklungen in ihrem Leben zu achten. Was kann sie noch davon abhalten, ihre Angelegenheiten selbst in die Hand zu nehmen? Die Ausgangssperre. Die Ausgangssperre. Das stimmt. Badut. Welcome back. Nun gut. Nächste Kategorie. Tipps. Ich habe gehört, der Norman hat da was. Ja, für uns. Also mehr so ein Tipp gegen meine Langeweile daheim, würde ich sagen.
Ja, hau raus. Ich bin gerade mal wieder am Zocken auf der Switch und habe da Immortal Phoenix Rising angefangen. Ist ein wahnsinnig komplizierter Titel, muss ich sagen. Gibt es halt für die Switch, aber auch für alle anderen Konsolen und PC. Geht eigentlich darum, man spielt Phoenix. Wer glaubt es? Ist es im Namen enthalten. Und lass mich raten, der ist unsterblich, weil Immortal. Am Anfang noch nicht. Ach so. Also man kann durchaus Rising, sterben in dem weil Spiel. Er Immortal wird. Ja. Ich will ja nicht spoilern. Immortal ist auch eine Band. Stimmt. Also zumindest das Ganze spielt, wie nennt man das denn so, in der griechischen Mythologie, oh, aber cool. So ein bisschen überspitzt, ne? Also auf lustig gemacht an manchen Stellen. Es ist ein Open-World-Game. Das heißt, du kannst überall rumlaufen. Genau, und so. Du kannst sozusagen tun und lassen, was du willst eigentlich. Du kannst natürlich der Hauptquest sozusagen folgen, aber auf dem Weg zur Hauptquest findest du meist ganz, ganz viele Nebenquests, die nochmal ganz, ganz viele Nebenquests haben. Worauf ich hinaus will, das Spiel dauert ewig. Was und der Name Open World irgendwie fast schon impliziert. Ja, richtig. Und ist ziemlich knallbunt, aber das passt irgendwie zu dem Spiel. Am Anfang, als ich es angefangen habe, habe ich gedacht, oh Gott, ich krieg Augenkrebs. Aber wenn man sich dran gewöhnt hat, sieht es wirklich cool aus. Und das spielt halt so griechische Mythologie, so ganz viel mit Göttern und so weiter. Und es geht darum, dass man als Phoenix sozusagen einen Schiffbruch erleidet, weil ein riesiger Sturm anzieht. Und man wird an eine Insel gespült, erwacht dann dort und merkt, dass alle Menschen zu Stein geworden sind und auch dein eigener Bruder. Und relativ schnell merkt man auch, dass diese Insel irgendwie nicht ganz so normal ist, weil da mehrere Götter drauf leben, beziehungsweise lebten. Denn einer von den bösen Göttern, der in Gefangenschaft war, hat sich befreit und die anderen zu hilflosen Wesen verkommen lassen sozusagen. Also Aphrodite ist zum Beispiel ein Baum geworden und Ares, der Kriegsgott, ist jetzt ein Hähnchen. Und genau, Typhon, glaube ich, heißt der Bösewicht, ist jetzt nur so am Rande. Genau, und dein Ziel ist es halt sozusagen, die Götter wieder zu neuer Kraft zu verhelfen und deinem Bruder von der Versteinerung zu retten. Und da ist halt alle das muss ich auch jedes Wochenende wieder. Hilfsmittel, ja genau. Furchtbar. Das ist quasi dann so eine Art Rollenspiel oder was? Genau, ja. So, okay. Hat das eine Altersbeschränkung? Ab 12. Ah ja. Oh. Okay. Apropos Games und ab 12. Was ja bei uns in der Villa voll steil ging vor dem Lockdown, war ja Duck Game. Ja. Da finde ich persönlich auch total witzig irgendwie. Da spielt man so eine Ente und dann ist es so ein bisschen wie Worms. Ne? Also du bist ja dann irgendwie alle gegen alle, nur halt nicht rundenbasierend und voll konfus und ja, in so einem 80er-Jahre-Look irgendwie, so Retro-Pixel-Grafik. Ja, sehr, sehr witzig. Gibt's auch für alle möglichen Plattformen. Also und es gibt Kettensägen. Und es gibt Kitten. Das ja, ist genau, sehr ja. wichtig. Das ist tatsächlich ziemlich wichtig. Und wie bei Worms tötet man sich sehr häufig aus Versehen selbst. Ja, genau. Es gibt sogar eine Waffe, die nur darauf auszielt, sich selbst zu töten. Aber tatsächlich sehr witzig finde ich auch irgendwie den Gedanken, die Gedankenkontrolle, mit der du dann irgendwie, also wo du dich mit einem Aluhut dagegen schützen kannst. Was an meiner Meinung nach auch super ist, ist dieses Konversionsbuch. Dieses Konvertierungsbuch. Dankeschön. Ja, genau. Ja. Genau dieses. Das sich ein bisschen anfühlt, wie jetzt würde man eine Bibel halten, in meinen Augen. Ja, stimmt. Also da belaberst du irgendwie deinen Gegenspieler oder Gegenspielerin und die läuft dann zu dir über und kommt in dein Team. Das ist auch sehr lustig. Ja, also total chaotisch und da ist natürlich jetzt voll im Gegensatz zu dem, was Norman vorgeschlagen hat. Vorgeschlagen hat. Also null Story dahinter, sondern es ist einfach nur just for fun, ja. Einfach so ein bisschen Quatsch, Blödelei. Ja. Aber ich glaube, ich meine, der Benny hat das erzählt, oder war es jemand anders, ich weiß es nicht mehr, aber hallo Benny. Das Grüße ist gehen auch, raus. Dass es auch bei Duck Game einen Story-Mode gibt. Echt? Ja, tatsächlich. Aber dann kann man halt nur alleine spielen, so wie bei den meisten anderen Games. Nachdem wir hier immer in großer Gesellschaft sind, spielen wir das leider nie. Okay, ja. Ja, aber also fand ich auch spannend. Also kann,
kann jetzt bestimmt auch so hier für Corona-Ferien und so irgendwie ein guter Tipp sein für, wenn man mit der Familie nichts Sonstiges zu tun hat nach dem Weihnachtsessen. Wenn man sich nichts mehr zu sagen hat. Sich nicht mehr bewegen kann. Kann man ein bisschen Duck Game spielen. Nachdem genau. man die Ente gegessen hat. Also, ihr Lieben, wir haben uns vorgestellt, dass wir für den nächsten Podcast eure Themen mit aufnehmen. Wenn ihr einen Themenvorschlag habt oder einen Wunsch, was wir hier mal in Illustra-Runde besprechen können, sollen, dürfen, immer her damit, sei es ein großer Themenbereich wie Manga oder ein spezielles Thema wie Weihnachtsbasteleien. Genau, ach, das wir große geben, Thema. Wir geben euch gerne Tipps zum Basteln. genau, immer her damit. Schreibt uns einfach eine SMS, WhatsApp, eine E-Mail. Wie kann man uns noch kontaktieren? Instagram, Discord, genau. Facebook. Was haben wir noch? Genau, ja. Genau, schreibt einfach auf einem unserer Kanäle oder ruft uns auch ganz klassisch an zu unseren Öffnungszeiten und genau, beteiligt euch. Ihr könnt uns gerne auch Audiodateien zuschicken, falls ihr in dem Podcast involviert sein wollt und Tipps für irgendwelche Jugendlichen habt oder sowas. Gut, dann noch eine ganz kurze Ankündigung. Am 29. und 30.12. sowie am 2.1. und 5.1. hat die Villa von jeweils 16 bis 19 Uhr geöffnet und zwar für Notfälle. Wir sind dann sozusagen auf dem Handy und über das Villa-Telefon erreichbar. So, das war's von unserer Seite aus wieder. Ich bedanke mich bei meinem Team aus der Villa, die Sandra, die Ludia, der Norman und ja, hier Grüße gehen auch raus an die Lamia, die leider krank ist. Und vielen Dank auch an unsere Assistentin aus der B-Box, die Mona. Ich bin der Martin und wir wünschen euch eine frohe Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Sehen und hören uns hoffentlich bald wieder. Denkt an unser Nottelefon, der Norman hat die Zeiten gesagt. Und bis bald. Senk Jufar Treffling bis zur Regio Mitte. Was ist weiß und schaut durchs Schlüsselloch? Ein Spannbettlaken.